Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Tomb Raider oder auf Westfälisch Tomb Raider Fans hier zum zweiten Level von Tomb Raider 1. Daran konnte ich mich noch erinnern, weil mich das als Kind mega erschrocken hat. Aber der Erwachsene Barry van Straff, Barry der Weiße quasi, ist natürlich immer on point, was ihr Gameplay angeht. Naja, eigentlich eher nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber egal. Ja, Tomb Raider 1. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wahrscheinlich hättet ihr sonst dieses Video hier nicht angeklickt. Außer ihr seid unfassbar verzweifelt. In dem Fall hoffe ich, dass ich euch die Verzweiflung etwas nehmen kann. Aber wahrscheinlich werde ich sie euch dann relativ schnell wiedergeben. Weil ich hatte schon gesagt, das Spiel ist relativ... Oh, da ist ja noch einer. Ich dachte, das wären nur 4 oder 5. Ja, wahrscheinlich werdet ihr gleich wieder verzweifelt sein und euch an den Kopf fassen. Denn er war straff, geht ihr wieder auf die Tomb Raiders los. Und gut, die ersten Level sind zugegebenermaßen nicht so komplex, aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Und das ist eine Untertreibung vielleicht sogar noch. Seht ihr da hinten diese unfassbar detaillierten... Ah, diese... Was ist denn das? Ist das etwa Marihuana? Oh, das hatte ich mich schon fast wieder erschrocken hier. Der schreckhafte Barry ist auch wieder am Start. Wie viele Wölfe sind denn hier? Eigentlich müssten wir jetzt mal so allmählich alle besiegt haben. Ne, irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Gras, aber... Oh, eine Fledermaus, die durch die Wand kam. Das sollte man auch wissen. Naja, Fledermäuse sind ja spätestens seit dieser kleinen Seuche durchaus beachtenswert. Ich glaube, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen und wissen immer noch nicht, wo wir hin müssen. Das ist schon mal gut. Ich würde aber trotzdem mal, bevor ich in die Mitte gehe, ich würde gleich erstmal speichern, weil so viele 100.000 Gegner, wie hier jetzt kamen, denke mal, da habe ich mir so einen Speicherstand erlaubt, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht übertrieben, das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, aber wahrscheinlich eh nicht halten kann. Nicht so oft zu speichern wie in Tomb Raider 2 damals, aber es wird schwierig. Was ist da hinten denn? Ich will einmal erstmal hier im Kreis laufen und mich umgucken. Also in der Mitte ist ein Wasserbecken, was relativ auffällig ist, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal zu dem Wasserbecken. Wir haben sämtliche Tiere dieses Levels zumindest bisher ausgerottet. Und da erlauben wir uns mal einen Speicherstand. Ich will den alten nicht überspeichern, weil im Tomb Raider 2 hatten wir ja mal das Problem mit einer nicht funktionierenden Aufnahme. Wir erinnern uns, Herr van Straff war zu doof, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich glaube, hier kommt auch noch irgendwo ein Bär oder noch ein Tier, aber... Egal, wir gehen erstmal hier hin. Wow, da ist der Bär. Hallo, Herr Bär. Herr Bär, würden Sie mich bitte durchlassen? Kann ich da hoch und den dann abschießen, ganz feige? Das würde ich doch... Ich hänge fest, ich kann nichts machen. Lieber Herr Bär. Ich hänge in der Wand fest. Ich kann nichts machen. Die Frage, lade ich jetzt? Weil ich wäre da, glaube ich, eh nicht mehr aus der Wand rausgekommen. Oder der Bär hat mich so penetriert, dass ich da nicht mehr wegkam. Komisch. Ja, Tomb Raider 1 hat natürlich keine Bugs. Nein, nein. Nein, auf keinen Fall. Ist die Frage, wo kam dieser Bär überhaupt her? Das sind alles Fragen, die ich euch nicht beantworten kann. Weil ich bin doch da reingelaufen. Auf einmal kam er von hinten. Ne, von vorne. Seht ihr mal, wie gut ich aufgepasst habe. Lara, würdest du jetzt bitte da hochspringen und nicht in der Wand verschwinden? Danke. So hatte ich das eben übrigens auch geplant. Weil dann kann man... Oh, okay, der Bär ist schlau. Ich wollte gerade sagen, kann man den Bär einfach abschießen. Aber scheinbar hat sich das rumgesprochen bei den Bären, dass Menschen klettern können. Und der Bär ist somit schlauer als sämtliche humanoide Gegner in Tomb Raider 1, weil die wären einfach da jetzt stehen geblieben. Tomb Raider 2, meine ich. Und ich wette, wenn ich jetzt runtergehe, werde ich sterben, weil der Bär mich sofort angreift. Ich könnte natürlich auch... Okay, der Bär... Was ist denn mit dem los? Also die KI ist ein bisschen merkwürdig. Da hinten ist ein Hebel, das merken wir uns mal. Die KI ist ein bisschen merkwürdig, weil wie gesagt, in Tomb Raider 2 wäre der hier unten einfach weiter rumgelaufen. Und der Tomb Raider 1 wird dann scheinbar durch das ganze Level gelaufen. Falls ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich gucke, ob hier noch irgendwo ein Medipack oder sowas ist, weil wir sind am Anfang des Spiels gar nicht so gut ausgestattet, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Und ja, ich weiß... Ich breche jetzt wieder einen Vorsatz, das nicht oft speichern, aber bitte verzeiht es. Kann man hier in Tomb Raider 1 eigentlich den Körper schon machen? Nein, geht nicht. Das war eine Illusion. Herr van Straff. Gut,
Ja, das Wasser war sehr auffällig, deswegen gehe ich mal davon aus, dass man hier hin muss. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Semikolon, ich habe keine Ahnung. Da ist es hell, das sieht verdächtig aus. Was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Hebel da unten. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden mit dieser Panzersteuerung und der alten Kamera, sich diesen Hebel hier zu drücken. Lara, würdest du bitte... Ich weiß, während des Ertrinkens einen Hebel zu drücken, es ist... Okay, geht's da jetzt weiter? Muss es ja eigentlich. Okay. Düdüm heißt ein Geheimnis. Das ist aber grundsätzlich okay, dass hier ein Geheimnis ist. Weil dadurch habe ich ein Medipack mehr und das ist nichts Schlimmes. Ich bin immer so ein bisschen irritiert wegen diesen komischen Grafiken hier. Und da geht wahrscheinlich die Tür da vorne auf, ne? Ja. Okay, da das ein Geheimnis ist, ich komme auch wieder zu dem Wasser. Dann, liebe Freunde oder Feinde oder gleichgültig gestellte Menschen, je nachdem, gucken wir nochmal, ob da was ist. Weil ich bin ja direkt nach rechts geschwommen, weil die Luft ist ja knapp. Kann ich hier nach links? Okay. Ach, Blind Tomb Raider spielen. Es könnte nichts Schöneres geben. Wo sind wir jetzt? Okay, wir sind in irgendeinem Raum, in dem scheinbar nichts ist. Aber das heißt ja nichts. Ne? Wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Was können wir denn hier finden? Die Schlangen sehen ein bisschen verdächtig aus. Kann man hier schieben? Okay, das geht gleich definitiv auf. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bin gerade nach links geschwommen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich... Wo ist denn der andere Gang jetzt? Hier, ne? Ja. Oder? Ich bin... Ach nee, da komme ich, glaube ich, her. Aber ist okay. Weil ich möchte nochmal in den Raum, wo ich eben den... Ja, das Secret. Nicht den Secret, das Secret gefunden habe. Und da möchte ich jetzt nochmal gucken, ob da noch was ist. Ansonsten haben wir da draußen ja immer noch diesen wunderschönen Hebel, den wir mit emotionalen Händen und, keine Ahnung, den wir höchst emotional... Ist hier irgendwo irgendwas? Muss doch irgendwo was sein. Da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir ertrinken, aber... Okay, sonst ist hier aber scheinbar nichts, glaube ich. Dann... würde ich mal davon ausgehen, dass wenn ich jetzt diesen einen Hebel in dem Raum drücke, dass dann diese Tür da in dem Schlangenraum aufgeht. Ansonsten würde mich das unfassbar verwirren und ich wüsste nicht, wo ich hin muss. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das Schöne an Tomb Raider, zumindest an den ersten Leveln, dass sie noch relativ human sind. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Aber gut, es ist egal. Ich kann dieses Spiel auch verwirrt spielen. Sogar ganz gut, glaube ich. Also, nicht Speedrunner, aber mäßig, aber zumindest so, dass man es durchspielen kann. Trotzdem eine gewisse Paranoidität. Ne, das Wort gibt es nicht. Paranoia, das habe ich gesucht. Sollte man sich bewahren bei Tomb Raider? Ich will dieses große Medipack, dafür wäre ich sogar bereit, das Spiel zu laden. Ja, ungünstige Kameraposition. Check. Ach, diese Musik von Tomb Raider 1, ne? Das ist, ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon erzählt. Die letzte Aufnahme ist mittlerweile wieder, ich glaube, 1,5 Wochen her. Dass man in Tomb Raider 1 immer so ein bisschen dieses geile Gefühl hatte, so komplett allein zu sein. Ach, ich hätte das Medipack auch so holen können. Fällt mir gerade ein. Ja, dieses Gefühl, allein zu sein, ne? Das war in den anderen Tomb Raider-Spielen nicht. Als das Spiel dann so, ja, auf die Maße zugeschnitten wurde, sage ich jetzt mal mit Tomb Raider 3 spätestens, da stand dann die Action im Vordergrund. Waren auch schöne Spiele, aber dadurch unterscheidet sich Tomb Raider 1 sehr. Ich habe Angst, dass hier ein Berg kommt oder sowas. Okay. Ich höre eine Fledermaus. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört. Ja, so hören sich Fledermäuse an. Okay, zwei Items. Okay, wir haben zwei Items und eine Tür, die unabhängig davon
scheinbar auch noch aufgeht. Irgendwann. Vielleicht ist es auch ein Secret. Kann natürlich auch theoretisch sein. Ah, warte mal, kann ich hier hoch? Oder komme ich von da? Oh, da ist die Fledermaus. Hallo. Ist nett, dass du mich nicht so wirklich angegriffen hast. Ich könnte natürlich den Stein da reinschieben und da dann hochklettern. Das machen wir mal. Eventuell will das Spiel das auch von uns. Ja. Nee, aber wie gesagt, Tomb Raider 1 schon so ein Spiel, was darauf gesetzt hat, dass man so alleine ist. Und das scheint irgendwie auch so eine Art Bug zu sein in der Version hier. Ich habe ja die gepatchte Steam-Version. Ich kann jetzt nicht die X-Taste gedrückt halten und dann nochmal schieben. Vielleicht war das auch so in Tomb Raider 1, das weiß ich nicht mehr. Ich muss jetzt hier jedes Schieben einzeln machen. Bei Tomb Raider 2 hätte ich das einfach gedrückt halten können. Kleiner Fun-Fact. Aber es kann gut sein, dass das auch eine der gravierendsten Erneuerungen war. Stellt euch so einen schlechten 90er-Jahre-Trailer vor, wo dann einfach einer die Taste gedrückt hält und Lara schiebt weiter. Und die Leute denken sich so: Boah, geil, das ist Fortschritt. Ja, schiebende Blöcke, das ist etwas sehr Aufregendes. Aber wir müssen gucken. Selbst wenn da jetzt nur ein kleines Medipack oder ein großes oder Munition ist, ich möchte meinen Pool mit Munition erstmal ein bisschen ausbauen. Okay, ist irgendwo noch eine Fledi-Mausi? Putzi, Hasi, Schnupsi, Dupsi. Okay, die ist tot. Ah, schaut mal eine an. Da ist auf jeden Fall ein Medipack. Irgendwo ist noch eine süße Fledermaus. Bleib weg mit deinem Covid. So. Da dieses Schieben des Blocks 100 Jahre gedauert hat und ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen, speichern wir. Also die Gegner halten hier in den ersten Leveln wirklich nicht viel aus, aber es sind einfach unfassbar viele. Aber ich vermute, wir sind jetzt auch wieder in diesem Gang. Wir müssen jetzt irgendwo. Jetzt mal gucken, ob das überhaupt wahr ist. Wo sind wir hier denn? Ich glaube, wir sind wieder in diesem Gang, wo man im Kreis laufen kann und in der Mitte ist das Wasser, oder? Ja. Okay. Wir haben den silbernen Schlüssel und ja, den goldenen. Ja. Den goldenen Jürgen, keine Ahnung. Habe ich denn irgendwo eine Tür oder sowas übersehen? Muss ich ja wahrscheinlich. Denn ansonsten. Okay, das ist das Level. Ach, es macht es auch so viel einfacher, dass hier alles gleich aussieht. Von strafhaft zu meckern. Ja, ist ja gut. Aber das ist ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Ich muss ja nur erstmal hier. Aber hier ist nichts, ne? Also ich muss irgendwo entweder den Schlüssel oder diese Maske einsetzen können. Ich glaube, hier habe ich mich noch nicht so gut umgeguckt. Was haben wir denn hier noch? Genau, springen erstmal gegen die Wand. Was ist denn hier? War ich hier schon? Wahrscheinlich komme ich jetzt wieder in den Gang, wo alles ist. Ja, okay. Na gut. Dann gucken wir uns nochmal um. Also da kann nicht sein, weil da ja, waren wir ja gerade. Was ist denn hier noch? Ach. Da spielt man einmal Tomb Raider und will sich. Ach hier. Da ist ein Schlüssel. Jetzt mal ohne Witz, habt ihr das gesehen? Oder sieht das alles irgendwie gleich aus und man kann das nicht erkennen? Ich bin für Letzteres. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil den Schlüssel finde ich nie wieder. Gehst du auf? Hallo? Okay, das war ein bisschen merkwürdig. Oh Gott, eine Falle. Ich überlege gerade, den Medipack zu nehmen, aber noch bin ich zu geizig. Hier haben wir ja nicht diesen witzigen Bug, den wir bei Tomb Raider 2 hatten. Dass immer die Steam-Taste gedrückt wurde. Durch die gepatchte Version. Aber jetzt sollten wir dann doch, auch wenn wir geizig sind, trotzdem mal ein kleines Medipack zumindest nehmen. Und werden hier als Belohnung direkt angestöhnt von Tennisspielerin Lara Croft. Das Problem ist, die Wölfe sind so hässlich. Was heißt hässlich? Retro natürlich. Die fallen kaum von diesen grauen Dingern da ab. Auf, ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Hoffentlich. So, jetzt sind wir hier bei diesem wunderschönen Ornament. Sieht tatsächlich auch relativ so südamerikanisch aus. Gut, wir sind ja auch in Peru, laut dem Spiel, glaube ich, noch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich war noch nie in Peru, aber
bis darauf, dass man von so vielen Wölfen angegriffen wird und Fledermäusen, könnte ich mir einen peruanischen Tempel tatsächlich ähnlich vorstellen. Gut, liebe Leute, was ist denn hier? Hier ist ein Gang, hier muss man hoch. Das war bestimmt damals die Hüpfpassage, wo man als verpickelter Teenager mit Tastatur Probleme hatte, hochzuspringen. Wir haben natürlich hier einen Xbox-Controller. Von daher sollte das kein Problem sein. Aber ich liebe diese Lara Croft-Szenen. Oder Tomb Raider. Hier habe ich ein bisschen Respekt vor der Stelle. Okay, Panzersteuerung, danke. Aber immer wenn diese Musik kommt, sollte eigentlich kein Gegner kommen. Zumindest hoffe ich das. Ja. Ich denke mal, damit ist Herr van Straff endgültig blamiert als Idiot. Ach so, das Wasserbecken. Ah, okay. Damit man als frustrierter Spieler. Ja, also tatsächlich, früher hat man das Spiel, Leute, stellt es euch vor, mit der Tastatur gespielt. Ich weiß, das ist verrückt. Also nicht nur, klar, es gab auch die PlayStation-Version und eventuell gab es auch einigermaßen brauchbare Controller für den Computer, aber ich würde fast behaupten, dass die meisten PC-Spiele damals noch so verpönt waren von wegen, oh, ich benutze doch keinen Controller. Oh, ich habe doch meine Tastatur. Ja, früher war das ein bisschen merkwürdig mit manchen Leuten, die PC gespielt haben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir haben auch ein Herzen für PC-Spieler. Schließlich spielen wir ja auch die PC-Version. Das, was da vorne so aussieht wie eine Zigarettenpackung, ist tatsächlich Schrotflintenmunition. Ich überlege nur gerade, ob ich da runterfalle. Nee. Ja, jetzt eine rauchen, ne? Das wäre es. Zum Glück rauche ich nicht. Also ich muss ja eigentlich hier nur runter, ne? Die Frage. Ach nee, da komme ich eh nicht hoch. Nee, ich bin zu hoch. Ob ich mich hier. Ach so, da kann ich mich runterfallen lassen. Ja. Was weiß der van Straff denn schon, ne? Oh, da war noch irgendwas. Das ist natürlich jetzt hier ein krasser Vorteil bei der PC-Version. Zumindest, wenn man die aufgehübschte hat. Dass man doch diese Medipacks und so ein bisschen leichter sieht. Naja. Okay. Es wäre jetzt so typisch Tomb Raider, wenn jetzt irgendwie ein Gegner spawnen würde, aber ich sehe gerade keinen. Deswegen gehen wir mal in den nächsten Raum und ich vermute fast, dass danach die Tür in der Mitte geöffnet wird. Allerdings frage ich mich, was wir mit diesem goldenen Götzen machen. Tja, keine Ahnung. Ich würde auch mal sagen, wir gehen mal wieder. Okay, das ist genauso aufgebaut. Igitt. Ja, wartet mal. Das ist ja hier Boden, der kaputt geht, ne? Ich will mal gerade was testen, weil mich das einfach interessiert. Deswegen speichere ich nochmal. Entschuldigung, hasst mich dafür bitte. Weil was mache ich denn als verzweifelter Spieler, der das mit Tastatur spielen müsste früher und wenn der Boden jetzt kaputt ist, ne? Da habe ich doch keine Chance mehr dahin zu kommen oder wird der neu respawnen? Ich denke mal nicht. Okay. Weil hier diesen. Ja doch, ach so, man kann glaube ich auch von hier dahin eventuell. Das probieren wir mal aus. Weil da war jetzt der Barry mal so ein bisschen. Okay. Ja, also auch schaffbar für Leute, die das mit Tastatur spielen. Okay. Hier ist Boden. Ich frage mich. Ach, da ist bestimmt ein Geheimnis oder sowas. Das können wir mal gerade holen. Für die Leute, die das Spiel nicht so gut kennen, es gibt ein, ja, was heißt ein Bug, aber eine Art Feature, das sich durch alle Tomb Raider-Spiele zieht, wenn man hochspringt, geht Lara automatisch einen Schritt nach vorne. Und ich glaube, ich habe hier einfach abgekürzt, oder? Sowas. Deswegen, wenn man hier auf der Stelle springt und mal nicht ganz gut positioniert ist, kann man einfach hochspringen und Lara geht immer einen kleinen Schritt nach vorne. Also, man merkt aber auch, dass die Level-Designs in den späteren Tomb Raider-Spielen dann doch ein bisschen schöner sind. Also schöner nicht nur im Sinne der Grafik, sondern auch ein bisschen origineller als das hier, was wir hier gerade machen. Aber gut, die Serie muss sich natürlich auch erstmal weiterentwickeln.
Aber spätestens, wenn wir dann weiter sind in dem Spiel mit späteren Leveln, da werde ich so hart reinscheißen, glaubt mal, Leute. Also von daher. Genießen wir hier noch die ersten Level, die quasi mega einfach sind. Und dann können wir später immer noch richtig hart reinscheißen, ne? Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was hier ist, aber das. Meine Paranoia sagen mir, dass hier eine Falle oder sowas ist. Frage ist, was? Gegner? Oh! Okay, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Tomb Raider 1 gibt. Heftig. Ja, das zeigt irgendwie. Gut, Tomb Raider 2 habe ich halt häufiger durchgespielt, aber Tomb Raider 1 wirklich nur einmal. Oh. Frikadelle. War das gut? War das schlecht? Falls ihr euch wundert, warum ich nicht Fuck gesagt habe, sondern Frikadelle, ich bin gerade dabei, mir das so ein bisschen abzugewöhnen, damit meine Tochter solche bösen Wörter nicht hört. Und scheinbar funktioniert es ganz gut, wenn ich jetzt schon sowas sage. Ich will mich noch umgucken, bevor wir da hochgehen zu den Bären. Wir wollen keine Bären. Das müssen wir klären. Oder wie war das bei den Simpsons? Wo da einmal so ein Bär in Springfield war und dann so ein Helikopter mit Bärenpatrouille da rumlief. Das war witzig. Okay, hier war irgendwo ein Bär. Der kann uns nicht aus dem Wasser angreifen, oder? Ich überlege gerade trotzdem, wie wir den am schlausten besiegen. Ach, scheiß was drauf. Los, Panzer, dreh dich! Alter, macht der viel Schaden. Okay. Ich muss zugeben, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ach so, wir sind wieder hier, ja. Okay, der Bär macht richtig Aua. Aber man hat auch in den. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Da ist eine Falle. Man hat auch in den späteren Tomb Raider-Teilen deutlich mehr Möglichkeiten, sich irgendwie zu bewegen hier. Das ist wirklich. Ich habe ja nicht umsonst liebevoll Panzersteuerung gesagt. Das ist wirklich ein bisschen. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser. Aber es ist so schön nass und es ist draußen so warm. Von daher, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Springen wir ins Wasser, Lara. Danke. Alter, wie viel hält. Wir haben noch keine Schrot, ne? Ach du Scheiße. Ich weiß, es sieht jetzt mega einfach aus, aber dadurch, dass man sich quasi nicht bewegen kann, macht das diesen Kampf hier ungleich schwerer. Der Bär will auch mit uns ein bisschen planschen, offensichtlich. Wo ist er denn? Oh, das war gut. Ja, keine Ahnung. Habe ich mir jetzt nicht so gut angestellt, aber was soll's. Oh, wir machen mal noch das Obligatorische nach Medipacks und Munition umgucken. Okay, da oben geht's weiter. Aber ich konnte da doch eine Maske oder sowas einsetzen, ne? Ach, dann ist das garantiert so, dass ich über diesen einen Weg wieder zurückkomme. Können wir gleich mal testen, gerne. Und hier geht's dann weiter. Folgendes, um hier möglichst schnell durchzukommen. Na gut, schnell durchkommen ist mehr oder weniger. Dann gucken wir doch mal erstmal, was in diesem Raum hier noch ist. Und wenn da nichts drin ist, können wir einfach laden. Ich gehe davon aus, dass ich da. Ah, hier ist ein Hebel. Was auch sonst. Okay. Ach so, dann. Ah, ich verstehe. Equastay. Wo bin ich jetzt, wenn ich. Also, hier will ich eigentlich nicht hin. Oder bin ich dann bei dem Wasserbecken? Ja, okay, dann kann ich doch dahin. Dann kann ich doch dahin. Gehen wir mal zu unserem toten Freund. Und ich hoffe jetzt und bete, dass man. Ja, genau. Hier diesen goldenen Götzen einsetzen kann. Was ist denn jetzt aufgegangen? Bin ich verwirrt? Hallo?
Ich dachte, die Tür geht auf, wenn man den Schlüssel benutzt. Ist das eventuell ein Bug? Wartet mal. Selbst wenn das jetzt ein Bug ist und diese Tür hier nicht aufgeht, was ich aber nicht glaube, ich müsste doch eigentlich durch das Wasser zurück können, oder? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen irritiert gerade, weil ich gedacht hätte, dass die Tür aufgeht und dass das Level irgendwie zu Ende ist oder zumindest kurz davor ist, zu Ende zu sein. Sind wir jetzt? Okay, ich bin mega verwirrt. Was? Also ich meine, es ist ja schön, dass die Tür jetzt aufgeht. Aber sollte man nicht annehmen, dass die Tür durch diesen Götzen aufgemacht werden sollte, wenn man den da einsetzt? Egal, wir haben das Level geschafft. City of Schieß mich tot. Nächstes Mal gucken wir uns das dritte Level an. Bis denn, macht's gut. Und ciao.